alles weg, was geht. Meine Forschung hat ganze 2% gemacht. Ich bin stolz auf die eingebildeten Mongos. Ah, da ist die Klinik dran. Scheiße. Ach, ich wusste es doch, es gibt Probleme. Okay. Pausenmodus ist eine gute Idee, weil den brauche ich jetzt auch. Zumindest den unteren Bereich jetzt einmal komplett abreißen. Auch wenn es mir in der Seele wehtut. Aber es geht nicht anders. Oh, ich mache 15.000 plus die Stunde. Interessant. Oh, die Straße ist immer noch am Abreißen, ey. 21.000 plus die Stunde. Ja, nice. Was war denn da alles mit dran? Das frage ich mich auch gerade. Oh, ich mache jetzt auch auf einmal plus. 900 und... Oh, 1.400! 25.000 plus. Ach du Scheiße. Was denn brauche ich los? Brauche ich den Zweig auf? Nee, ich reiß die Stadt gerade ab. Weiß ich habe keine Einwohner, aber irgendwie mache ich trotzdem plus. So, Hafen abreißen. Der Mongo will mich hier echt veralbern. Ich will einfach nur die Straße zusammenfügen, dann sagt er mir zu große Nähe an bestehender Kreuzung. What the fuck? So, jetzt ziehe ich das hier weiter runter. Gucken, was er jetzt sagt. So, 27.000 plus die Stunde. Go, go. Ich mache wieder Brückengedöns. Ich habe eigentlich gerade voll die gute Idee, die ich machen könnte. Aber dazu muss ich jetzt leider komplett von den Prozessoren eigentlich abschwenken, weil... Irgendwie läuft das gerade nicht so. Oder ich weiß auch gar nicht, wie viel Erz ich überhaupt noch habe. Muss ich auch gleich mal gucken. Ich habe wieder richtig unnötigen Scheiß gerade gebaut. Ja, genau. Das war mal richtig unnötig. Aber da kann ja eh nichts hin. Was habe ich denn eigentlich für Rohstoffe auf der Karte? Jetzt kann ich das Stück hier Straße nicht abreißen. Hä? Warum schlagen meine Bürger mir vor, Öl abzubauen? Ich habe doch gar kein Öl. Okay. Doch, ich habe ein bisschen Öl, aber das ist so wenig, dass es noch nicht mal rentieren würde. Was sind das eigentlich für welche? Erze habe ich überhaupt keine. So. 30.000 plus die Stunde bei 0 Einwohnern. 32.000. Bei 0? Bei 0 Einwohnern? Nein, 6 Einwohner habe ich. Ah, okay. Die zahlen aber gut, ey. 33.000 plus. Geht gut. So, dann würde ich sagen, baue ich jetzt mal hier noch so ein bisschen rum, weil Folge ist eh noch nicht vorbei. Was, das Verlegen über... Das Verlegen über aufgestelltes Gebäude ist nicht genehmigt. Wie war das gerade schon wieder? Ich habe schon wieder mal zu meiner Kläranlage geschaut. Die Becken schon wieder tiefbraun. Ja, schöne Scheiße. Mann, nee, jetzt schon wieder Zombies! Ja, komm schon! Oh, Meteoriteneinschlag. Währenddessen ich meine Stadt gerade komplett abgerissen habe. Oh, hätte der nicht früher kommen können? Nö. So finde ich ihn ganz gut. So, jetzt erstmal wieder meine Bürgermeistervilla. Ich glaube, ich weiß, wo die Zombies herkommen. Aus der Kläranlage steigen die raus, weil die immer so gammelig ist. Ach komm schon, jetzt mache ich wieder immensen Verlust wahrscheinlich. So, erstmal die Klinik schließen, die Leute werden nicht geheilt. Du musst deine Zombies behalten. Ja. So. Warum immer Zombies? Warum kann da nicht mal so ein kleiner Wirbelsturm durch meine Stadt gehen? Ein bisschen was abreißen, das kann ich wieder aufbauen. Aber Zombies, da verlassen mich immer die meisten meiner Bürger. Hatte ich bisher noch nicht. Ich glaube, nee, ich hatte bisher noch gar keine Katastrophe bisher gehabt.
Herzlichen Glückwunsch. Bin noch heil davon davongekommen bisher. Verlassen dich denn meine Oh, Bürger? ich hab ein Gebäude noch und das wird gerade von den Oh, Asteroiden oh, auseinandergenommen. oh, 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 oh. Fuck, fuck, fuck. Da geht die Laune nach unten. Okay, meine Polizei kümmert sich gerade irgendwie um die Zombies. Ja, Echt klar. gut. Muss dir mal aus der Nähe angucken. Das ist eigentlich ganz interessant. Das sind so grün leuchtende Männchen. Ja, aber ich Ich sehe glaube, mit davon gerade interessant keine. war nicht die Zombies gemeint, sondern wie die Polizisten die Zombies schnetzeln. Okay. Ja, das haben meine Bürger schon die ganze Zeit davor gemacht. Ich sehe es Geh weg. kommen. Wenn ich das Ding jetzt dahin baue, dann habe ich gleich ein riesengroßes Problem. Oh, fuck. Ah. Das war schon wieder. Ah, ich bin schon wieder weg. Ah, ging ja schnell diesmal. 81.000. Ich habe noch nicht mal Minus gemacht, wenn die Zombies da waren. Nice. Gut aufgebaute Ja, Wirtschaft, würde ich sagen. die Zombies sind wieder eingeladen zu kommen. 79.000 Einwohner. Jetzt werden es mehr. Hallo, ihr seid doch noch am Aufbauen. Wie könnt ihr denn jetzt schon wieder mehr werden? Das ist doch nur ein Dreiergebiet, was ich jetzt aufgebaut habe. Das kann doch. Ah, jetzt hauen sie wieder ab. Ach, die sollten abhauen. Nein, eigentlich nicht. Das Problem war, ich musste jetzt die komplette untere Straße einfach mal neu verlegen und habe dabei einmal ein Amphitheater abgerissen und auch meine Bürgermeistervilla. Und wenn man dann die Parks neu setzt, das gibt dann immer so ein riesengroßes Problem. Gerade mit der Einwohnerzahl und Gedöns halt, ne? Wegen Flächendeckung und Preise und Scheiß. Okay. Hauen immer so sau viele ab. Boah, ich brauche mir gerade irgendwie voll die schöne Stadt. Na, vielleicht doch nicht. Aber der Strom ist schon wieder am Abkacken. Räuber überqueren die Grenze. Was sollen sie hier klauen? Asphalt oder was? Ja. Ich habe gerade mal Straßen gebaut. Hast du vielleicht darunter Kupferleitungen? Nee, die waren mir zu teuer. Okay. Ich habe nur das Billigste genommen. Ich habe Plastikleitungen. Nein. Plastik. Weia, jetzt kann ich erstmal hier abwarten, bis sich diese Straße erholt hat, bevor ich mich dann an der nächsten dran setze, weil alles komplett abreißen möchte ich jetzt auch nicht. Aufgeladen, sorgen Sie in der Stadt dafür, dass für einen Bedarf von über 300 Megawatt Energie pro Stunde produziert wird. Oh Gott! Man könnte meinen, du hast da leicht Energieprobleme. Nö, eigentlich nicht, ich bin im grünen Bereich. Tja, ich will jetzt endlich die scheiß Uni abreißen, damit ich da was anderes hinbauen kann. Zum Beispiel ein großes Krankenhaus. Beziehungsweise ich habe keine Pol. Der Komm schon Stau. vor, schneller. Mein Strom geht gerade einen Bach runter. Meine Bürger verlassen mich. Ach. Nein, ich sehe es kommen, das war eine ganz beschissene Idee, was ich jetzt hier gerade eben gemacht habe. Ich wollte eigentlich versuchen, Straßenstau irgendwie wegzukriegen. Ich habe anscheinend gerade genau das Gegenteil erreicht. Das wird nur schlimmer. Kann man ja mal machen. Oh, scheiße, ich hatte die Versorgungsabteilung an meinem Rathaus. Ich denke mir gerade, hä? Wieso kann ich die jetzt nicht bauen? Diese Pumpstation. Oh, gut. Warum halt ein Rathaus? So, Zwiebeln waren Versorgung und Bildung. Und ein Moment. Schild. Transport. Doppeldecker. Nee, ich brauche Straßenbahn. Depot. Wo kann ich das Depot hier irgendwo hinballern? Da ja, Tatsache, ich kann hier das Depot hinballern. Geil. Vielleicht kriege ich damit schon mal die untere Hauptstraße entlastet. Aber ich habe so viele Straßenbahnen inzwischen, dass die auch unter der Brücke fahren müssen, an der großen. Nice.78.000. Ich halte mich immer noch so im Bereich der 80.000er Grenze. Also die Leute hauen nicht wirklich ab. Finde ich im Moment noch sehr interessant. Sollen die abhauen?
Nee, aber sie hätten es eigentlich machen müssen, aber irgendwie habe ich das doch recht gut hier noch hinbekommen. Ach, irgendwo Trümmer? Irgendwo muss hier noch was Kaputtes sein. Da. Und ein verlassenes Gebäude, was ich jetzt nicht finde. Ja, meine Forschung geht nicht mehr weiter. Wir hatten die Bildungsabteilung abgerissen. Ich habe sie wieder aufgebaut. Ja, das sagt mein Teil aber nicht. Steht Aber aber wieder. Hauptsache, es ist immer noch ein Sim von 1300 im Unterricht. Der will einfach nicht heimgehen. Der hat es noch nicht verstanden, dass die abgerissen ist. Der weiß ja nicht, was das bedeutet. Der ist sowas schon seit Anfang an drin. Der muss nachsitzen. Der muss sein ganzes Leben. Deswegen ist er auch Hausmeister hier. Danach will er, wenn ich die Uni abreiße, dann wird er in der Chemiefabrik verdonnert zu arbeiten. Übelste Strafarbeiter. So, kann ich das jetzt unten vielleicht auch noch abreißen oder lasse ich es erst ausbauen und reiße dann ab? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt leuchtet bei mir alles. Wasser fehlt. Blaune geht jetzt auch. Oh, minus 165. Wieso Ach so, geschlossen? ja, Wasser fehlt, weil meine Versorgungsabteilung ja mit dran glauben musste. Ah, scheiße, deswegen produziere ich auch kein Wasser. Du Mongo. Was eine Scheiße. Wenn ich schon abbaue, dann müsst ihr mitleiden. Das haben wir jetzt Also so meine halbe beschlossen. Stadt geht jetzt drauf. Finde ich gut. Finde ich nicht in Ordnung. Pumpstation komplett Steht er alles weg. wieder? Ist er gleich wieder da? Muss halt nur kurz warten. Mein Er Haus. muss nur kurz warten, da war das meine Stadt untergegangen. Finde ich gut. Ich habe das Ding jetzt schnell bei mir selbst drauf gebaut. Steht doch bei mir schon. Ja, ich krieg nur die Meldung nicht. Das dauert mir zu lange. Bei mir versumpft gerade meine ganze Stadt in Scheiße und ohne Wasser. Bei mir genauso. Ach, endlich wieder Wasser. Da reißt das halt Stadt ab. Erst Zombies, Wasserprobleme, Strom, alles immer. Ja, ich wollte euch einfach mein Leid mitteilen und zeigen und. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Das war aber. Bitte tu es nie wieder. Ach, Mann. Oh, so. Muss das Ding nur noch am Laufen kommen? Aber was meint ihr? Soll ich noch mal kurz die Stadt abreißen? Nein! Stehen lassen jetzt! Das ist mir egal. Ich habe jetzt eine Bildungsabteilung und eine Versorgungsabteilung. Das haben sie alles selber gebaut. Das wollte ich doch nur erreichen. Außer Finanz, das ein und das. Aber da bin ich sicher, dass das nicht abreißen wird. Sonst habt ihr ja selber ein Problem. Ja, die Finanzabteilung wird mich im Moment nicht wirklich stören. Klar, ich baue die Ich auch auch nicht. selber. Habt ihr gar keine Finanzabteilung gebaut, oder? Oder wer hat die von euch? Finanzabteilung habe ich. Ja, also. Ja, genau, die hatte ich gebaut. Oh! Was ist schon wieder mit dem Abwasser los? Wasser. Hä, Abwasser funktioniert doch. Was damit? Ah. Abwasserprobleme? Oh, Abwasser funktioniert doch. Was will der hier? Wasser läuft, Abwasser Das Teil läuft. ist doch nicht überlastet. Oh, minus 5000 die Stunde. Ja, liegt nicht an mir. Nee, es wird sich hier gerade wieder jede Menge verdichtet. Und irgendwie benutzen die Hoshis die Straßenbahn nicht. Kacknaps. Kann doch nicht sein. Ich baue ich denen da schon extra so eine schöne Straßenbahn hin und wird sie nicht genutzt. Na, geht doch nicht. So. Teil muss da weg. Jetzt komm, ich will die scheiß Straße da abreißen. Oh, es ist alles dicht. Es ist alles dicht.
Nur noch 44.000. Und mein Handel läuft immer noch nicht. Sind die wenigstens mal wieder zu sehen? Nö. Ich habe keine Ahnung, wo die Teile abgeblieben sind. Wie sieht's denn hier aus am Großprojekt? Also geliefert wird. Ja, geliefert wird auch. Oh, die kommen bald zurück. Sehr schön. Hat das wenigstens ein wenig was gebracht. Kriege ich ja bald wieder Geld rein, sobald sie irgendwie mal in der Stadt ankommen. Boah, das Teil ist fertig. Erstmal die Uni abreißen. Weg damit. Meine ganzen Schüler versinken, sind auf so einer kleinen Fläche gefahren. Oh, oh, jetzt kommen bei mir richtig große Wolkenkratzer. Ja, meine bauen sich so langsam jetzt auch mal alle aus. Boah, jetzt waren wieder 4000 plus. Relativ futuristisch alles. Aber ich finde, ich habe gerade meine Stadt richtig schön gebaut. Ja, bei mir sind ein bisschen viele Brücken. Du kannst aber bei mir vorbeigucken, bei mir sind es ein paar viele Kurven. Ready, aim, fire!